herzlich willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung. Ich zeige euch von Vatik den DAF XF 105 in der Version 5.9. Also wir sind schon richtig gut unterwegs hier. Und den schauen wir uns heute mal an. Er hat wieder ein bisschen was dran rumgeschraubt. Und wir gucken uns jetzt einfach hier mal das alles an. Hier natürlich seht ihr gleich die Variante für die BDF, für den BDF-Verbauadapter hier dann irgendwo, nirgendwo hier dann. Nee, hier ist es nicht. Da habt ihr dann, oder war das dann hier? Hier sind wir. Hier haben wir zum Beispiel NTM-Aufbau. Habt ihr dann hier oder dann hier in dem Fall Plane, ne? Planaufbau. Dann hier dementsprechend ist es mit dabei. Gehen wir wieder zurück. Hier Space Cap Plus, dann die Plus 2 Variante ohne Spoiler hinten. Und dann hier natürlich auch wieder die PDF-Variante. Und dann kommen wir auch schon zum Super Space Cap, auch wieder in PDF-Form. Ne? Wir bleiben heute mal bei der hier. Ne? Aber es gibt da wirklich so viele Versionen hier in dem Fall oder in dem Mod. Es ist wirklich viel, es ist sehr umfangreich, das alles hier zu zeigen und darauf einzugehen. Aber wir versuchen mal nach und nach, Schritt für Schritt, mal wieder reinzukommen. Also 4x2 mit extra Tank hier noch mit dazu. Sogar eine Low-Deck-Version haben wir hier. Und auch mit extra Tank kann man so mal zeigen. Dann sieht man es hier so am besten. Ne? Dann haben wir einen schmalen Tank. Natürlich auf der anderen Seite genauso. Das ist jetzt in dem Fall jetzt hier. Genau, kann man sich nochmal gut erkennen. So, ansonsten, ihr habt relativ viele Varianten. 6x2, 6x2, 4, 6x4 und. Also wirklich alles mit dabei, was man sich vorstellen kann. Wir bleiben bei unserem 4x2 und dem extra Tank. 510 Pferde, dreierlei Motorisierungen hier zur Auswahl und dann 16 Gänge, hier ist das Maximalste. So, jetzt haben wir hier Haarschaltung Getriebe, hier kann man hier die Haarschaltung sehen und dann hier die Automatik. Und das ist im Prinzip das gleiche jetzt hier, nee, hier gibt es nicht, hier haben wir dann immer nur Automatik in der UK-Version. Ne? Also die Automatik oder dann mit dem Getriebe und da kann man hier unten verschwindet dann auch das Pedal, das kann man jetzt hier schlecht sehen, aber hier unten ist dann das Pedal, ne? Wenn man das Getriebe nimmt, also Haarschaltung. Ne? Geht es auch schon weiter, die Lackierungen, die hier jetzt mit dabei sind, Templates sind übrigens auch mit dabei, da könnt ihr euch dann dementsprechend alles zurecht skinnen, wenn ihr wollt, müsst ihr nicht, könnt ihr, die Möglichkeit besteht zumindest. Ne? Kommen wir zu unseren Anbaupunkten. Da weiß man gar nicht, wo man anfangen soll, weil es wirklich viel ist. Vor allen Dingen, wenn ich hier nochmal zurückgehe zu den kompletten Führerhäusern, da hat man dann auch dementsprechend jetzt hier nochmal neue Aufbauten. Ne? Hier zum Beispiel, jetzt muss man mal gucken, das ist dann im Interieur drin. Na, wo ist er denn? Aber hier natürlich die Slots so an sich, ne? Und natürlich dann die Standard-SCS. Bügel hier, aber natürlich mit lackierter Variante. Ne? Einmal chrom und lackiert finde ich ganz schön. Und ja. Ne? Also kommen wir wieder weiter zurück. Hier sind die Rundumleuchten auch vom Schwerlast-DLC mit inklusive. Hier oben ist ja dieses Dach. Dieses Ding hier. Ne? Dann habt ihr hier noch Slots plus Bügel. Und das zieht sich halt dann durch bis runter halt. Ne? Da habt ihr dann volle Hütte. Das heißt, ihr könnt dann voll alles tunen, wie ihr wollt, basteln, alles, was ihr euch so vorstellt. Das machen wir jetzt auch mal ein bisschen hier, dass es ein bisschen schicker aussieht hier. Da gehen wir auch immer so ein paar Lämpchen dran bauen. Aber ich sag's immer wieder gerne, es könnt ihr dann selber entscheiden, was er hier dann hinpflastert. Ne? So, hier vielleicht nochmal eine Rundumleuchte und dann ist auch schon gut. Hier sind noch ein paar Lampen dabei. Oh, hier fehlt was. Guck mal hier, Chrom. Hier fehlt eine Textur. Das Rot. Das fehlt, deshalb sollte man hier vielleicht dann nochmal nachbessern. Also die Chrom-Version, da fehlt die Textur. Müsste man dementsprechend dann nochmal nachbessern. Ne? So. Dann haben wir hier Samurai 2. Es gibt also hier, das ist die 1er und das ist die 2er-Version. Und dann natürlich halt die Standard, dann vom DAF-DLC hier. Seht ihr selber, ist alles hier mit dabei. Könnt ihr dann natürlich alles nutzen, so wie ihr das wollt. Ne? So. Außenspiegel. Oder hier, guck mal, ja, es ist so viel.
die Euro 6 Spiegel, lackiert, chrom. Und dann natürlich dann die ganz normalen vom normalen 105er hier, aber da hat man diese Anbaupunkte nicht. Finde ich ein bisschen schade, vielleicht kommt es ja noch, weiß ich nicht. Hier hat man dann auf alle Fälle dann hier die Marker mit dazu. Ne? Das ist auf alle Fälle hier mit dabei. So, da machen wir ja noch ein paar Lämpchen natürlich auch noch hin. Muss sein. Hier natürlich Scheibenaufkleber, klar. Macht auch Sinn. Könnt ihr euch welche raussuchen, die ihr wollt. Kommt natürlich auf der anderen Seite auch gleich. Dann Flaggen-DLC, klar. Brauche ich aber nicht weiter darauf eingehen. Dann haben wir hier den Windfang oder was ich. Ne? Windfang müsste sein. Dann brauchen wir hier natürlich den langen Spiegel dazu, sonst funktioniert das alles nicht. Hier. Dann haben wir hier nochmal das hier, das, dass ich nichts vergesse. Flaggen-DLC, Hammer. Dann geht es auch hier schon weiter. Das ist von mir der Mod, den findet ihr auch in der Beschreibung hier, das Nameplate-Gedöns. Wir versuchen einfach mal nochmal kurz durchzuklicken hier, was wir alles haben. Hier auch nochmal so für Schwerlast. Habt ihr da was mit dabei? Die Frontleiste, dann habt ihr hier natürlich Chrom, lackiert. Und natürlich dann mit Anbaupunkte, ne? So, dann gucken wir nochmal, ich habe da auch noch Schilder mit dabei. Oh, nee, das ist falsch. Da müssen wir dann in dem Fall hier hingehen. Hier und so. Und da müssen wir jetzt mal schauen. Die Punkte hier. Genau, die verschwinden dann hier drin ein bisschen. Das finde ich ein bisschen doof. Das heißt, wir müssen uns hier das andere suchen. Ja, was ist das jetzt hier? Original. Da glaube ich, sind sie aber auch so schräg, ne? Mal gucken. Schauen wir mal. Ja, nee, hier sind sie gerade. Siehst du? Hier sind sie gerade. Da sind die Punkte in dem Fall jetzt gerade. Könnt ihr dementsprechend halt, wie jetzt hier gesehen, schon zubauen, was hinbauen, wie auch immer. Schilder und hast nicht gesehen, ist jetzt hier rein zum Testen hier. Ne? Das hier übrigens das Kennzeichen, das kann man dann auswählen hier und da. Kommen wir hier weiter, lackiert. Chrom. Dann habt ihr hier, mal ein bisschen hochgehen. Kennzeichen hier oben schon. Standard, dann habt ihr noch mal so einen Aufbau für die Schwerlast. Lampen hier, Lampen da. Da würde ich mir gerne, dass die mal gelb sind. Das ist ja noch mal hübsch. Und dann hier natürlich die ganzen ja, Frontschutzbügel mit dazu. Ne? Die sind auch alle mit dabei. So, hier natürlich dann das SCS-Dingsbums. Standard. Und habt ihr noch ein paar Anbaupunkte. Und was jetzt hier neu ist, das sind diese Punkte bei der Einstiegsleiste hier, ne? Die hier. Das heißt, da kann man hier jetzt noch hier machen. Sieht ganz schick aus dann, wenn man aussteigt, dann hat man hier schönes Licht. Es wäre Licht und er fand den Schalter nicht. Jetzt gucken wir noch mal hier links, rechts. Genau, dann hier auf der linken Seite. Links. Das sieht alles ganz schön aus hier. Da bauen wir noch Nebelleuchten, klar, macht Sinn. Nee, das sind die falschen. Wo sind sie denn? Ja, Spukwurst, das lassen wir jetzt auch mal weg. Aber nur, dass ihr wisst, dass es die gibt. Schmutzfänger, alles mit am Start. Natürlich die vom DLC hier, ne? Standlicht und Ablendlicht. So. Auf alle Fälle sind dann hier die Lichter integriert hier. Finde ich ganz schön. Ist auch mal was Neues, was Schickes. Hier verschiedene Badges noch. Hier haben wir noch was. Also es ist wie schon gesagt, sehr umfangreich hier alles. Ne? Das ist schon enorm. Ne? Feuerlöscher. Doppelte Variante. Hier auch lackiert hinten. Aber das lassen wir, das bleibt alles auch so. Hier auch noch vom DAF DLC. Der Aufbau. Das sind die ganzen Platten hinten. Ja. Kann man mögen, muss man nicht mögen. Kann man weglassen, kann man nicht weglassen. Das muss jeder dann selber wissen, ne? Aber die Möglichkeit besteht auf alle Fälle. Chrom, Aluminium, lackiert. In dem Aluminiumtank brauchen wir natürlich. So, dann hier. Habt ihr hier natürlich die für die Loading-Variante jetzt hier. Die offen, das oben offen ist, ne? Und natürlich dann Euro 6 Variante gibt es in dem Fall ja auch schon.
und ob das dann dasselbe. Ne? Wir nehmen natürlich die Open-Variante. Jetzt muss ich mal gucken, ich glaube, ich war da sogar ein anderes Heck mit dabei, aber schauen wir jetzt noch mal genauer drüber. Hier sind noch so rote Schilder mit dabei. Standardplatte. Genau, jetzt kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Euro 6 Lichter gibt es hier. Chrom-Variante und natürlich die hier vom DAF DLC sind auch mit dabei. So, das heißt, wir kommen hier auch noch rechte Seite, dann die linke Seite. Also man kann sich wirklich hier tot tunen. Das ist echt abnormal hier. Ne? Aber sieht schön aus. Muss man auch dazu sagen. Das ist halt mal was anderes hier. Ne? Hat doch was. So, was haben wir hier noch? Das sind die unteren Keile. Die kann man jetzt hier nicht nutzen, wenn man jetzt dieses Heck hat. Dann muss man die Standard nehmen. Dann kann man sich hier noch eine Unterlegkeile hinzubauen. Ne? Jetzt muss ich mal gucken. Hier haben wir doch noch einen Echtfahrschutz. Da geht dann natürlich dann hier die Leiter weg. Standard Ranger. Aber ich glaube, hier fehlt auch die Textur. Kann das sein? Weil die sind so rot. Hm. Egal. Ich habe dann auch noch 50k DAF Fullstock Verkleidung hier mit Anbaupunkten hier, dann normalen Vollschutz, dann Basic Paint, dann in Chrom, dann die komplette Toolbox. Die könnt ihr natürlich dann hier auch hinmachen. Ne? Das sieht dann dementsprechend sehr gut aus. Ne? Das heißt, da können wir hier, das sind hier diese Lampen, sind auch mit integriert, die Scania Stock Sidelight Lampen. Die sind jetzt hier mit dabei. So. Ich glaube, jetzt sind wir außen, von außen ja relativ schnell gut durchgekommen hier. Ne? Aber es ist wirklich, wie ihr schon seht, sehr umfangreich mit den ganzen Anbaupunkten. Da müsst ihr euch einfach mal durchfriemeln. Das ist echt nicht normal hier. Ne? Also habt ihr wirklich eine Menge. Wir gehen auch schon weiter zum Interieur. Da geht es eigentlich schon volle Pulle. Wir haben hier zum Beispiel das im DAF XF105 das Euro 6 Lenkrad hier. Also das auch nochmal, ob man das jetzt natürlich jetzt hier braucht, ist jetzt mal dahingestellt, weil wir ja hier eigentlich den 105er haben, ne? Ob das jetzt Sinn macht, egal, müsst ihr selber entscheiden. Hier Sonnenbrille, da Navi und dann geht es auch schon weiter hier, ne? Auch diese Instrumentenkombi hier kann man alles schön, ja, sich schon zurecht pimpen. Da machen wir Kunststoff rein, dann lassen wir das Navi mal weg. Hier hat man so viele Anbauteile, hier Radio wechseln und. Hier unten nochmal, ich habe es glaube ich in der letzten Version auch schon mal gezeigt, was man hier alles für Möglichkeiten hat. Teppich und so, das heißt Schuhe aus. Hier wird nicht mit Schuhe reingegangen. Dann geht es hier eigentlich auch schon wieder weiter. Kann man dann dementsprechend auch alles hell machen, da lassen wir es aber grau einfach, ne. So, da guck mal hier, die komplette Frontscheibe zugepflastert mit sämtlichen Zeug. Das heißt, ihr könnt jetzt hier wirklich alles hinpflastern, was ihr wollt, was Kabinen-DLC jetzt hier so hergibt. Da, keine Ahnung, da fängst du irgendwann und bist irgendwann nicht fertig hier vor lauter Zeug. Aber, naja, müsst ihr dann selber entscheiden, ob ihr hier die ganze Scheibe zuschustert oder nicht. Ich lasse das jetzt einfach mal so. Wir haben hier natürlich noch Anbaupunkte hier oben vom Kabinen-DLC oder halt dann dementsprechend, mal schauen, ihr habt da natürlich dann noch, könnt ihr natürlich auch hier das nehmen, den Tisch. Ich mag den Tisch halt gerne, der sieht gut aus, macht Sinn, kann ein bisschen was hinstellen, ich weiß nicht, mir gefällt der einfach. Hier mein Wikinger, der muss da mit hin, also meine DAF-LKWs hier, zack, der muss hin. Eine Tasse muss noch, so das Standardzeug einfach, ne, das muss hier einfach hin. So, dann haben wir hier noch, wir kommen gleich dazu, hier ist das DAF-Ding, aber wir haben dann hier natürlich noch, ja, wir lassen es jetzt mal so, hier steht natürlich auch DAF mit drin, auch ganz cool. Lufterfrischer ist wichtig. Na? Auch noch Schüsselpapier und so. Hier auch oben noch mal komplett alles zum Tunen bzw. zum Abändern. Hier braun, grau und hast nicht gesehen. Wir lassen es aber standardmäßig grau mal.
So, das haben wir. Oh, das müssen wir ja alles durchgucken. Hier habt ihr dann die Variante noch für die Scheiben hier, für dieses. Hier, das passt jetzt hier mit dazu, ne? Dann geht es hier gleich weiter. Mal schauen, ob wir eine rote dabei haben. Gucken wir doch mal. Rotes, ja, jetzt kommen wir das auch schon näher. Die gehen sogar jetzt. Vorher ging sie bloß bis hier und jetzt gehen sie voll zu, ne? So. Nutzen wir natürlich in dem Fall auch. Hier an der Seite auch nochmal alles. Kann man alles zupflastern hier. Das ist echt abnormal. Aber wie schon gesagt, könnt ihr ja dementsprechend dann selber entscheiden, was ihr wollt. Sitze haben auch eine Menge. Da könnt ihr euch hier dementsprechend den passenden Sitz rausholen. Ne? Hier auch nochmal die Schutzmatte. Da gibt es auch ganz viel. Verschiedene Varianten mit Gelb und Rot und hast du nicht gesehen. Also ist wirklich alles mit dabei hier. Ja, zack, Mütze, Mütze hin. Das kann man auch nochmal abändern, hier unten den Teil. Da würde es dann hier noch was geben, aber das lassen wir jetzt auch mal weg. Bett. Schlafpritsche. Gibt es auch in verschiedenen Varianten, bis schlag mich tot. Also da habt ihr wirklich auch volle Hütte hier. Es ist. Oh. I. Ja, nehmen wir das, ist wurscht. Natürlich kommt noch Bettdecke hin. Zack. Wo ist mein Kissen? Ich brauche mein Kissen, ist Standard. War hier nicht mal Kissen mit dabei? Ich dachte, war mal Kissen mit dabei. Eigentlich ist ja egal. Und dann hier Logo noch, klar. Und dann glaube ich, sind wir ja schon fast durch, ne? Ich glaube zumindest. Ich habe bestimmt was vergessen. Ich vergesse immer was, weil es so viel ist. Das ist ja, ihr könnt ja jetzt hier sehen, was das alles für Anbaupunkte sind. Du wirst hier nicht fertig, bis du jemand deinen LKW zusammengeschustert hast. Das ist wirklich so. Also, ist aber geil. Da hat man wirklich. Kann man sich hier dementsprechend sein LKW so zurecht tunen, pimpen, wie auch immer. Wo ihr dann sagt, genau so muss er sein und genau so will ich den haben. So könnt ihr euch den jetzt hier zurecht tunen. So, die PDF-Variante habe ich vorher schon gezeigt. Wir gucken uns mal ganz kurz nochmal den Super Space Cab Plus an. Hier vielleicht nochmal die Anbaupunkte. Oder dann in dem Fall jetzt hier mit dem Miragebügel. Ne? Da fallen natürlich dann die Tröten weg, weil wir keinen Platz dafür haben. Aber ja, das mal so vielleicht nochmal am Rande. Sieht ganz schick aus. Dann könnt ihr natürlich vom DAF-DLC hier dementsprechend noch Sonnenblende mit dazu machen und dann sieht es eigentlich ganz gut aus. Dann natürlich noch die kleine, die Space-Variante. Entweder mit Spoiler oder ohne Spoiler. Können wir mal so mitmachen. Da habt ihr dann hier oben noch Interieur Only. Hier steht sogar Interieur Only. Das heißt, wenn ihr hier reinguckt, dann habt ihr hier die Aussparung dazu. Aber oben ist es jetzt hier nicht erkennbar. Aber es ist jetzt nicht so schlimm. Steht eh da Interieur Only. Ne? Wir können mal kurz die Chassis noch mal kurz durchgehen. Die 6x2 oder die kurze Variante. Hier gibt es natürlich dann auch in dem Fall den Vollschutz, aber auch die kleine Variante in dem Fall jetzt hier. Auch hier. Ne? Hier sind dann die Unterlegkeile. Ne? Gibt es auch. Das ist dann vom DAF-DLC ist es hier mit dabei. Euro 6. Ne? Also da habt ihr wirklich alles mit dabei, was ihr euch so vorstellt, beziehungsweise was ihr euch so wünscht, könnt ihr wirklich komplett umbauen, ne? Seht ihr selber. Könnt ihr fast den DAF XF105 mit so viel DAF Euro 6 Teilen schon zubauen hier. Das ist echt genial. So, also hier nochmal das Navi hat sogar auch eine andere Textur. Dashboard passt alles. Jetzt so viele Möglichkeiten hier, das ist Wahnsinn. Aber alles sehr schön.
beste DAF XF Mod, den es für ETS 2 gibt. Ich sag's immer wieder bei jeder Version, bei jeder Mod-Vorstellung von diesem Mod hier, weil ihr hier wirklich alles mit dabei habt, was man haben muss. Kurzer Lichttest, dass ihr mal sehen könnt, wie die Kiste leuchten kann. Klar, ihr könnt in der noch viel mehr Zugpflaster mit Lampen, aber ich wollte es mal lassen. Vor allem unten beim Einstieg jetzt diese zwei Lampen sehen ganz schick aus auf beiden Seiten. Auf alle Fälle ganz schick aus alles hier und leuchtet und funkelt alles, ja, so wie es sein muss. So, dann haben wir hier noch den Trailer. Schauen wir mal, wie dem Trailerkabel, aber wie ihr schon gut erkennen könnt, bewegt die sich hier. Das heißt, die sind natürlich auch kompatibel, ne? So. So, zack. So, hier könnt ihr dann sehen, Trailerkabel funktionieren natürlich auch. So, also nochmal kurz und knapp, das ist meiner Meinung nach der beste ETS 2 DAF XF 105 Mod, den es für aktuell für die ETS Version 1.31 gibt. Anhand von Low-Deck-Varianten bis zur BDF-Varianten, hier sind sogar Trailer mit dabei, die würde ich euch eigentlich mal ganz flink zeigen. Das sind ganz stinknormale BDF-Trailer, ne? Ist nichts Besonderes oder so, aber sind hier mit dabei, braucht euch keine Sorgen machen. Das heißt, wenn ihr die BDF-Variante nutzt, könnt ihr dementsprechend auch die Trailer hier nutzen. Die findet ihr natürlich dann ganz normal im Mod-Manager, beziehungsweise dann im Trailer-Manager, ne? Also sind mit dabei, ganz normale BDF-Trailer halt. Ansonsten, Kabinen-DLC funktioniert, komplette Scheibe könnt ihr hier zupflastern. Im Interieur habt ihr so viele Möglichkeiten, euch so schick einzurichten. Vom Boden bis die komplette Verkleidung hier, bis Dashboard. Also wirklich alles, volle Hütte könnt ihr hier machen. Also es gibt nichts Besseres. Und der Mod hat, glaube ich, 60 MB oder so. Das ist wirklich gar nichts für das, was man hier alles machen kann. Also daher, ja, könnt ihr wirklich eure Fantasie freien Lauf lassen. Wenn ihr selber so ein DAF fahrt, ob das jetzt hier der Space, also der die große Hütte ist, also Super Space, oder halt die kleinere Variante, den könnt ihr euch den wirklich eins zu eins so zurecht bauen, wie ihr hier euch das wünscht. Ja, das ist echt genial. Echt gut gemacht. Ich habe bestimmt wieder was vergessen, was ich zeigen hätte sollen, aber es ist wirklich en masse, es ist wirklich viel. Lest euch bitte in der Beschreibung nochmal durch, was jetzt hier alles geupdatet worden ist, dann könnt ihr da selber nochmal ein bisschen drüber fliegen oder ihr kommt wahrscheinlich selber dran drauf, wenn ihr den LKW da ein bisschen zusammenbaut. Ne? Aber echt genialer Mod. Lasst auf alle Fälle einen fetten Daumen dafür da und ja, ich wünsche euch viel Spaß damit und allzu gute Fahrt damit. In diesem Sinn, macht's gut, bis bald und ciao.